Hallo Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Void Train. Ab in die Arena und um Acid kämpfen. Munition und Armor haben wir dabei. Viel Spaß, Leute. Fünf Stück brauchen wir, wenigstens. Geht das jetzt schon los? Ja. Die drosseln mich deshalb die Scheiße. Obwohl, war es keine Chance mehr. Wave 1 completed. Wir brauchen 5. Gibt immer nur einen. Auf geht's. Kann man es hier irgendwo sicher hinstellen? Weil die kommen immer da, wo du bist. Ist scheißegal, wo du bist. Naja, keine Chance hier. Komm, wechsel. Geht die MU durch, ey. Wave 2 complete. Auf zur dritten. Sind sie denn? Ah. Wave 3 complete. Oh, jetzt gibt es ein bisschen Ammo da drüben. Shotgun, sehr schön. Das brauchen wir nicht. Armor anlegen. Weiter geht's. Wir brauchen 5 Stück wenigstens. Eigentlich bräuchte man 10. Wir müssen das Rezept, die Blaupause nochmal nachbauen im Bahnhof irgendwann. Aber dann müssen wir irgendwann später nochmal zu einem hin. Hello! Hier sind die ekligen. Diese sind die ekligen, ne? Wave 4 complete. Oh, dann gibt's noch eine Truhe. Holen wir uns. Yes. Bisschen Ammo für alle Fälle. Im Grunde ist es alles immer dasselbe. Das ist wie Rap, ne? Hat eigentlich Bock. Oh, nochmal neu abgeben. Säure explodieren. Oh, die haben aber böse Damage. Oh, jetzt hatte ich meinen Ausweichknopf von New York gedrückt. Gibt's natürlich hier nicht. Keine Shotgun-Ammo, doch. Wave 5 ist komplett, Leute. Essen. Trinken haben wir jetzt auch noch nicht wieder. Nehmen wir das erstmal mit. Take Rewards. Wir können das tragen. So, wir brauchen das Acid. 5-mal.
den Teilnehmer nochmal mit 5. Holz haben wir im Moment genug. Dann könnten wir auch. Das haben wir auch gerade genug. Nehmen wir Holzding mit. Können wir ja und abfahren. Überraschungszeug war das Grüne. Die Chemicals. Jawohl. Jetzt sollen wir die Knifte erstmal reparieren hier. Armor wieder in die Kisten. Platz haben wir keinen Platz. Used. Scrap Metal haben wir, dann werden wir jetzt erstmal Create, nee. Change. Rusty Rapidity Repair. Zack. Ja. Okay. Da kann wieder drauf als Lagerplatz, sehr umständlich. So, ich will mal kurz in die Audio. So. Gut, haben wir gemacht. Essen. Dann brauchen wir. Resin. Hat mal hier irgendwo liegen. Da. Hallo. Sorry. Bin ein bisschen kränklich. Ich muss mal gucken hier. So, weiter geht's. Kaffee trinken, davon brauchen wir jetzt 5. Und dann haben wir die nächste Phase auch durchgelernt mit dem Blockhausen. Das heißt, wir werden uns wieder Ammo herstellen müssen. Ammo immer. Wichtig, trinken wollen wir unbedingt auf. Wir haben nichts mehr. Wir fahren erstmal weiter hier, dass wir mal ein bisschen trinken können. Genau. Jetzt kommen wir an Asset also nur über die Arena. Naja, sie mussten es ja irgendwie einbauen, sonst gehst du da einfach nicht rein. Das guckst du dir mal an und dann gehst du da nicht wieder rein. So, dann haben wir jetzt Metall 4, sind gerade mal 2 Barren. Wir müssen erstmal uns um Trinken kümmern. Armor, Munition, oh, das ist ein ewiges Gegrinde. Wärst du? Verbesserungswürdig, wir haben angehalten. Man hätte jetzt hier alleine angehalten. Weiter geht's. Gut. Genau. So. Jetzt müssen wir uns mal um Wasser kümmern hier. Dirty Eyes.
Und dann werden wir gleich irgendwann in den nächsten Bahnhof einlaufen. Und bevor wir jetzt vorproduzieren, gucken wir uns das erstmal da an. Nicht, dass wir wieder umsonst vorproduzieren. Jetzt nochmal Dirty Eyes. Ein Teilnehmer mit. Brauchen wir jetzt erstmal wieder Eisen. Boah. Der Vogel macht Theater. Bisher ist noch nichts zu sehen. Irgendwas fehlt immer, ne? Gar nichts. Nochmal Eis. Eis. Ich will gleich mal ein paar Trinkflaschen kochen. Loote dir was. Ja, ich habe gehofft, dass irgendwann mal irgendwie was richtig Spannendes zwischenzeitlich noch kommt, aber es ist leider im Moment. Nach unseren ganzen Folgen. Noch nicht der Fall. Es bleibt interessant, aber mittlerweile können wir schon sagen, es ist irgendwie immer das Gleiche bisher. Außer, dass es für einen allein immer ein bisschen umfangreicher wird hier. Genau. So, dann gehen wir mal rüber. Wir machen schon mal hier ein bisschen was. Wir kochen schon mal eine Runde. Erstmal ein bisschen Holz drauf hier. Wir haben gerade nicht in der Tasche. Trinken. Eisen. Dann können wir den noch mal so lutschen. Zack. Weg ist er. Minen. Minen. Das wiederholt sich halt alles, ne? Mal gucken, wie lange es uns noch bei Laune hält, bevor wir erstmal ein Päuschen mit Void Train einlegen. Bis dann vielleicht irgendwann mal. Vielleicht. Ein größeres Update kommt mit neuem Content. Ah ja, wir können jetzt aber auch inzwischen mal das Ding erlernen, wenn wir jetzt angehalten haben. Da sind unsere Rubber. Dann kommt jetzt die nächste. Zack, das lernen. Achso, die Federn, die liegen hier. Die brauchen wir natürlich noch. Und dann los geht's. Lerne das Ding. Dann kommt die nächste Blaupausenreihe. Phase 22. Da haben wir eine neue Armory, ein Ammo Container, okay, Explosive Powder. Ich denke, wir werden nach dieser Folge erstmal ein bisschen Pause machen und werden dafür zur Abwechslung nochmal was anderes reinbringen. Würde ich sagen. So. Consumables. Ja. Ein paar Plates herstellen hier. So. Und hier. Use. Zack.
Genau. Oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare, Leute. So, komm schon. So, haben wir ein paar Plates gemacht. Was war Emmo nochmal? Auch Eisen? Dieses Powder, ne? War das hier? Nein, natürlich nicht am Kitchen. Holz muss ich gleich auch nochmal nachlegen. Ein Glas und ein Stock. Zweimal das. Okay. Bevor wir jetzt weiterfahren mit dem Minen. Ihr seht ja, dass es ein, wenn du alleine bist, das ist so unglaublich. Das ist fast wie ein MMO-RPG, wo du nur am Grinden bist. Separate. Müssen wir denn Holz nachlegen? So. Wir müssen das mal ganz langsam wieder fortbewegen hier. Armory drauf, vier Gläser hätten wir. Okay, machen wir uns. Weiter geht's. Genau. So, Holz, her damit. Kohle natürlich, ey. Oh, die Explosion hat den Kollegen mit hingerafft. Noch zu weit weg, ne? Holz für unsere Öfen, wie immer, dasselbe und gleiche. Ja, wir werden hier jetzt erstmal ein Päuschen vom Void Train machen. Wir werden bei Elden Ring, hätte ich fast gesagt. Bei Retreat to Innen noch mal ein bisschen weiterspielen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anderes einbauen können. Erstmal. Vielleicht schauen wir mal wieder bei Star Citizen rein. Oder machen wir was ganz anderes. Fahren, bringen wieder irgendwas mit Fahren rein. Irgendwie sowas. Na komm. So, das war's erstmal mit ihm, oder? Jo. So aus. Holz. Holz. Sieht erstmal so aus. So, hau hier nochmal Rohstoff drauf hier. Brennstoff. Zack. Zack. So, hier hauen wir die Kohle mal rein. Hier.
glaube ich, alleine, ehrlich. So. Entschuldigung. Inventory full. Haben wir auch noch nichts. Dann schlürft das Ding so weg. Steak braten wir uns noch. Fett und so haben wir auch erstmal genug gehabt. Ich würde zwar gerne den Zug und so weiter noch ausbauen, aber wir werden uns erstmal noch ein Päuschen geben. Die wird dann so aussehen wie die, die uns immer überfallen. Das heißt, da kommt ja hier irgendwo die Kabine dran, ne? Das sind ja dieselben Modelle, behaupte ich jetzt einfach mal. So, Essen hatten wir auch noch. So. Sieht ja alles nett und geil aus irgendwie. Aber es wiederholt sich leider doch immer wieder, ne? Das ist sehr schade, ey. Also auch in den Optiken. Gibt es mal eine andere Hintergrundfarbe von der Atmosphäre oder was das hier ist? Das war's dann auch schon, ne? So. Können wir nochmal Holz nachlegen? Wo hat das gefehlt? Hier? Smelter 1 ist leer. Boah, wie ging es? Zack, 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 zack. Genau. Ja. Jetzt machen wir ein bisschen Speed hier. Beziehungsweise. Was waren jetzt unsere nötigen Rohstoffe? Ach, Stahl. Die Bretter und da brauchen wir noch zweimal Estet, aber das ist ein ewiges Gegrindet, das Ganze alleine vergessen. Das wird sehr umfangreich und hält dich. Zumindest kann ich nur von mir reden, hält mich das nicht so mehr bei Laune wie noch am Anfang, weil das doch alles sehr, sehr umständlich jetzt ist und an das Zeug zu kommen, da musst du es teilweise doppelt machen. Rezept und das eigentliche. Es ist nicht so gerade. Komm mal Speed, vielleicht erreichen wir noch einen Bahnhof. Afterburner. Ah, wir haben ja nichts dran, ne? So, hier müssen wir noch irgendwas reinpacken. Ach, haben wir jetzt auch nicht. Ich sag ja, da kannst du dich tot. Craften und tot farmen, das packst du allein alles gar nicht. Ja, wir werden aber ein Fazit gleich abgeben hier. Könnt ihr ja auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben, wie es euch bis hierher gefallen hat. Spielt es auch irgendwer von euch bisher? Oder bis dato? Ist der weiter? Wenn ja, was kommt noch? Und wir werden ein Päuschen einlegen und irgendwann, ich verfolge das hier weiter, wenn es mal ein Update gibt,
mit Content, wobei ich das aber momentan bezweifle. So richtig. Es läuft übrigens sehr gut eigentlich, aber ja. Schauen wir dann einfach mal, ne? Genau, Leute. Das werden wir jetzt hier einfach auch tun an der Stelle. Ziehen wir die Buckknüppel hier. Und sagen, wir haben jetzt, glaube ich, 38 Folgen gemacht. Rund 30 Minuten immer. Etwa mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Hat am Anfang sehr viel Spaß gemacht. Es erinnert uns alle an Rift. Die begehbaren Inseln und was es bei Rift halt gibt, sind hier dann halt die Bahnhöfe oder die Arenen. Jetzt, ich weiß nicht, ob wir zum Schluss schon sind der Early Access, ob wir mittendrin sind, aber jetzt ist es aktuell so, dass das Craften übelst aufwendig ist, in Form von an das Material zu kommen, herzustellen, machen und tun und dann immer und immer wieder und vor allen Dingen teilweise, wie gesagt, doppelt herstellen für die Blaupause selber und oft für das eigentliche Element. Und das ist alleine schon sehr heftig, wie ich finde, inzwischen jetzt. Und es hat mich jetzt gut 40 Folgen halt bei Laune gehalten. Aber jetzt werden wir erstmal ein Päuschen machen und werden irgendwann dann weiterspielen. Gucken uns das dann weiter an. Aber aktuell werden wir uns jetzt mal ein Päuschen gönnen. Ich überlege mal, ob wir uns irgendwas anderes in der Zeit dann mal reinbasteln können. Ja, und wie gesagt, haut doch mal was in die Kommentare, wie ihr das so seht. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Bis dahin.